Sie sind heute Gast hier in Rüsselsheim, was uns ganz besonders freut. Sie sind ein Holocaust-Überlebender und Sie sind Zeitzeuge. Sie berichten über diese schlimmste Zeit der deutschen Geschichte. Ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, was ist der Kern Ihrer Botschaft, wenn Sie zu solchen Veranstaltungen wie heute hier nach Rüsselsheim kommen? Naja, der Kern meines Auftretens und meiner Erzählung war ja nun immer die Ereignisse und die Maßnahmen der Nazis nun unter, besonders unter die Jugend zu bringen, ja, und sie darüber zu informieren, wie nun also nun die in der deutschen Geschichte der Werdegang von Demokratie zur Diktatur sich vollzogen haben. Sie haben bestimmt oft mit jungen Leuten auch zu tun, was ja gut ist, dass gerade junge Generationen über dieses Thema aufgeklärt wird und dass man mit ihnen diskutiert. Wie nehmen Sie wahr, wie die jungen Leute dieses Thema wahrnehmen? Ja, das ist ja unterschiedlich. Es kommt schon mal darauf an, auf das Alter der jungen Leute. Das ist ja auch ein Unterschied, ob sie nun jetzt in der 9. oder 10. Klasse Realschule sind oder im Gymnasium oder eben noch in der Mittelschule. Das ist ja unterschiedlich. Und ich merke da sehr, dass die Reaktion und die Fragebereitschaft doch damit zusammenhängt, inwieweit sich auch in der Schule über diese Thematik nun schon gehört haben und sich schon damit beschäftigt haben. Heute, in den letzten Monaten, ja, ist für mich aber schon deutlicher zu erleben, dass die Neugierde und das Wissen wollen der jungen Leute sehr stark zugenommen hat. Mhm. Ja, und dass es notwendig ist, dass sie mit dem, was ich nun vermittle, dass sie damit auch weiterhin sich also nun beschäftigen, beziehungsweise dass man von der Schule her und anderen pädagogischen Einrichtungen nun diese Anfänge oder dieses Teilwissen aufgreift und dann eben ja, nun vertieft und so auch dazu kommt, dass sich die Jugendlichen auch an Aktionen, an Maßnahmen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus beteiligen. Herr Grube, ganz vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie hier in Rüsselsheim sind und dass Sie den Austausch möglich machen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Okay. Ja, wir haben eben gerade den Zeitzeugen kurz interviewt, Herrn Grube. Jetzt sitze ich neben dem Oberbürgermeister und da muss man als Parlamentarier vorsichtig sein, aber ich muss ein großes Lob aussprechen. Ich finde es eine ganz tolle Veranstaltung, die wir jetzt gleich hören werden. Was war die Hauptüberlegung, zu sagen, wir holen sowas nach Rüsselsheim, wir greifen dieses Thema auf, ich weiß, Thema Antisemitismus, aber vielleicht kann man noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, was der Hintergrund ist für diese Veranstaltung. Also ich finde es immer ganz wichtig, erstmal vielen Dank fürs Lob, ja. Da freue ich mich drüber, wir haben uns ja auch gemeinsam verabredet, das Thema hochzuhalten, das machen ja. Wir auch. Ja, mir war es einfach wichtig, wir haben die Gelegenheit bekommen, einen Zeitzeugen zu hören über die Situation, von einer Deportation in München bis hin zu Kinderheimen und dann jetzt in Theresienstadt, auch mit der Auflösung dieses Ghettos. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir die Gelegenheit einfach nutzen, einen Zeitzeugen zu hören, weil so viele gibt es leider nicht mehr. Und es trägt alles zu dem wichtigen Thema der Aufklärung und der Erinnerung bei. Ja. Und man kann ja auch nur Zukunft gestalten und mich fest von überzeugt, wenn man seine Vergangenheit kennt. Und deswegen ist es total spannend, jetzt hier zuzuhören. Ja, ja, das finde ich auch. Ich finde auch wichtig, ich habe gehört, Schulklassen sind eingebunden. Das finde ich ganz toll. Ja, weil es ist gut, wenn auch die Älteren Bescheid wissen, aber wir müssen ja uns
uns um die junge Generation kümmern. Was ist die Wahrnehmung? Ich habe auch Herrn Grube das eben gefragt. Wie kommt das Thema bei den jungen Leuten an? Was nimmst du da wahr also, bei den jungen Leuten? Sehr spannende Frage. Ich habe ein kurzes Vorgespräch gehabt mit ihm und konnte diese Frage auch stellen. Ja. Und er sagt schon, dass die jungen Leute desinteressiert sind. Also, dass die Leute nicht mehr so viel wissen über die Vergangenheit, die jungen Leute. Ja, das Interesse an der Vergangenheit nicht so groß ist. Ja. Und das nehme ich auch wahr. Ja. Also, wenn wir über das Thema auch aufrufen. Für viele sehr weit weg, weil auch die Generation natürlich, die das miterlebt haben, auch berichten können, nicht mehr da sind. Auch die Großeltern müssen mehr so berichten können. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, solche Erinnerungen hochzuhalten, dass wir darüber sprechen, was da passiert ist. Und das ist wirklich beeindruckend. Wenn man die Zahlen liest, auch in der Vorbereitung, auch gleich noch ein paar Zahlen mal nennen werde, was denn damals passiert ist, ist ja für uns, auch für uns beide auch, als Nachkriegsgeneration einfach unvorstellbar. Absolut, absolut. Nochmal, wie gesagt, tolle Veranstaltung. Ich finde es gut, dass wir da auch an dem Thema dranbleiben. Und jetzt hören wir uns mal an, was der Mann, der einen etwas anderen Lebenslauf als wir zwei hatten, zu berichten hat. Auch im Übrigen ganz kurz, ziemlich spannend, auch nach dem Krieg, seinen politischen Werdegang. Vielleicht ist das eine Frage des Stadtvorstandsvorstehers gleich im Anklang, in dem Anschluss an der Diskussion. Er stellt sich auch in der Diskussion. Man kann Fragen stellen. Super. Ein sehr spannender Lebenslauf, auch politisch. Super.